Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, wo auch immer ihr gerade seid. Hier ist der Markus, der Bandpapa, mit Bandpapa plaudert. Und heute habe ich das ganz, ganz große Vergnügen, live meinem Gesprächspartner gegenüber zu sitzen. In Bielefeld, in der Groove-Schmiede, beim großartigen Jan Hofmann. Hallo Jan. Hallo lieber Markus, hallo lieber Bandpapa. Schön, dass du da bist. Hör mal, es ist eine Freude, hier zu sein. Es war ja eine ganz spontane Aktion. Freies Wochenende, für mich heute keine Warehouse-Stage. Und dann habe ich gedacht, fährst du mal raus. Wir sind beide frisch getestet, was gut ist. Und deswegen ist das Ganze ein bisschen entspannt. Schöne Möglichkeit in diesen Zeiten. Danke, dass du mich empfängst. Ja, total gerne. Ist schön, gerade in so Phasen wie jetzt, wo das wieder geht, einigermaßen dann doch nochmal soziale Kontakte zu haben und sich nicht nur über diverse Internetplattformen oder Zoom-Meetings zu treffen, sondern... Ja, es ist massiv heilsam, ne? Ja. Also, ja, man kann ja verraten, dass wir uns gestern schon trafen und ich in deinem Gästezimmer nächtigen durfte. Falls ihr also mal in Bielefeld absteigen müsst, man sollte das buchen können. Es ist eine fantastische Unterbringung und es wird allerbestens für einen gesorgt. Ja, der liebe Jan, wir kennen uns aus dem Kaffeekränzchen vom Bo. Schönen Gruß an der Stelle. Genau. Und du bist quasi mein zweiter Gast in dieser neuen Bandpapa Plaudert-Reihe, wo ich mich mit Trommlern unterhalte. Und so ein bisschen drauf eingehe, also ich unterhalte mich halt mit den Leuten, die ich irgendwie nett finde. Und jetzt fühlen sich alle anderen ausgeschlossen. Keine Sorge, ihr kommt noch dran. Ja, Jan, du bist ein viel gereister, viel aktiver, sehr aktiver Mensch. Du machst unfassbar viel. Ich habe jetzt in den letzten 24 Stunden so massiv viel schon erfahren, von dem ich noch gar nichts geahnt habe. Ich versuche mal kurz wiederzugeben, wo ich glaube, dass du gerade bist, und dann magst du das gerne ergänzen. Also ich habe dich kennengelernt halt als den Inhaber der Groove-Schmiede, ne? Musikschule, ja. Trommelunterricht, wie auch immer man das nennen möchte, kennen wir alle. Du bist auch Musiker. Ich habe gelernt, du hast viel auch in Bands gespielt, vor allem aber auch viel Cover, wenn ich das richtig wiedergebe. Ja, genau. Genau. Und du bist weit gereist. Du machst eigene Camps mit ganz berühmten Leuten. Magst du vielleicht da später auch noch was zu erzählen? Gerne. Gehe ich von aus, ne? Haben wir ja schon gemacht, aber natürlich möchte der Hörer auch was hören. Und ja, du bist vor allem ein super cooler, sehr positiver Mensch, so habe ich dich erlebt. Und das ist auch der Grund, warum wir sitzen. Und ich freue mich total, das jetzt mal an dich abzugeben. Und erzähl doch einfach mal, fang doch mal vorne an. Fangen wir mal an, was machst du gerade noch alles? Wie sieht eine Woche aus im Leben von Jan Hofmann? Ja, erstmal vielen Dank für die lieben Worte. Freut mich sehr, das zu hören. Und ja, finde es auch schön, dass wir hier sitzen und dass wir uns da getroffen haben. Auf jeden Fall kann ich da Komplimente zurückgeben an dich, Markus. Danke. Wie sieht eine Woche aus bei mir, / bei der Groove-Schmiede? Es hat sich ein bisschen gewandelt im Laufe des letzten Jahres. Mhm. Dadurch, dass ich im Schulwesen tätig bin mittlerweile, bin Lehrer geworden für Musik und noch andere Fächer, und dementsprechend klingelt der Wecker sehr früh, also ja, deutlich früher, als das früher der Fall war. In den Drummerzeiten. Genau, da stehen manchmal sehr unchristliche Zeiten auf der Anzeige, und ja, dann startet eigentlich so ein normaler Tag mit einem Unterrichtsgeschehen, was ja aktuell auch immer sehr unterschiedlich in der Ausgestaltung ist, also mit Homeschooling oder eben auch Wechselunterrichtsmodelle, je nachdem wie die Vorgaben sind. Mhm. Auf jeden Fall ein super spannender Bereich. Ich habe, dadurch, dass ich Diplom-Sozialpädagoge bin, viel Erfahrung sammeln können in Schule allgemein, als Schulsozialarbeiter, von Grundschulen bis hin zu weiterführenden Schulen. Ich war in Förderschulen, hatte das Glück, damit auch schon reisen zu können. Ich war in Mittelamerika und habe zusammen mit Kolleginnen dort Fortbildung gegeben für Partnerschulen der Stadt Bielefeld. Da war mein Bereich der musikalische natürlich. Und von daher lag das jetzt in dieser veränderten Zeit nahe, dass ich dann in dem Bereich schaue, dass da was geht. Bin da ganz froh über die neuen Sachen, die ich lernen kann, wie ich mich da einbringen kann, und auch nochmal wieder festzustellen, wie viel Musik bringt, gerade auch für junge Menschen. Ja. Und im wahrsten Sinne des Wortes manchmal einfach auf die Pauke zu hauen. Also da wirklich, ne? Also Prägung von, weiß ich nicht, ich sag mal, Ventil, und aber natürlich auch gedanklich
das Thema, sich mit Dingen eingängiger zu beschäftigen, um natürlich auch zu einem Erfolg zu kommen, als Schüler zum Beispiel. Aber auch, weiß ich nicht, die physische Komponente, ne? Da mal so richtig sich auszutoben wahrscheinlich. Genau, ne? Ventile aufzumachen, Druck abzulassen sozusagen, oder jetzt durch das viele Homeschooling und so weiter, dann ist ja auch familiär das ganze System anders heutzutage. Ja. Und da merke ich immer sehr deutlich und bin ganz froh, dass das so Teil meines Lebens ist, Musik weitergeben zu können und Musik auch im eigenen Leben zu haben. Und nach dem Schulbereich geht es weiter mit, und je nach Tag sind wir mittlerweile mit der Grufschmiede, was den Musikunterricht angeht, gut aufgestellt. Es ist ein kleines Team, was da tätig ist mit mir zusammen. Wir sind in zwei Städten tätig, Hauptstandpunkt ist Bielefeld. Mhm. Und dann haben wir noch im Nachbarstädtchen einen Bereich aufmachen können. Und da läuft es eigentlich ganz gut. Also auch in diesen veränderten Zeiten haben wir gute Schülerschaft, die treu geblieben ist und die das alles mitgemacht haben über Zoom, ja, über diverse andere Plattformen, über zwischendurch mal doch wieder in Präsenz dürfen, dann doch wieder eine Woche später wieder nicht. Und das haut alles gut hin. Also kann man nicht anders sagen. Ich unterbreche mal gerade. Also wir sitzen hier im Foyer der Grufschmiede, muss man dazu sagen. Und direkt vor der Tür wird gerade nett gequatscht. Also falls ihr im Hintergrund ein bisschen Gemurmel habt, ich weiß nicht, dann sollen wir mal fragen, ob wir ein bisschen Ruhe kriegen oder machen wir weiter? Was ist dir lieber? Ich glaube, wir können weitermachen. Ich habe gerade mit einem netten pädagogischen Augenzwinkern darauf hingewiesen, okay, dass wir hier im Gespräch sind. Ah, ich glaube, das hat schon ein bisschen was gebracht. Genau, ja. Vielen Dank, cool. Ja. Aber das ist halt das Ding, ne? Lass mal so drin, finde ich gut. Wunderbar. Es lebt ja auch hier. Also wir sind halt wirklich, ne, ich muss ja sagen, ich bin zum zweiten Mal in Bielefeld, das erste Mal bei Tag. Und ich finde es total sympathisch hier. Hier passiert gerade ganz viel, irgendwie schaut die Sonne gerade raus und es ist total gut irgendwie. Ich war heute Morgen schon Brötchen holen und wir haben gefrühstückt und man merkt so richtig, die Leute begrüßen das gerade, dass sie rauskommen und natürlich mal draußen in der Sonne sitzen und quatschen. Tun wir ja auch gerade. Genau. Quasi, ne? Ja, schick. Also, Grufschmiede, das heißt Unterricht nach dem Unterricht. Genau. Für dich. So in dem, ja, in dem Dreh. Und dadurch, dass ich ja ein kleines Team habe mittlerweile, hat es auch viele administrative Sachen auf sich, also Anfragen, die kommen, was alles zum Musikschulbetrieb dann dazugehört. Ne? Ja. Nochmal Werbung und so weiter. Und ich probiere auch die Zeit, die gerade ist und sehr verändert ist, auch so zu nutzen, dass Sachen, die lange liegen geblieben sind, dann doch mal ihren Raum bekommen. Und du siehst es hier gerade, wir haben neue Werbung erstellen lassen, neue Roll-Ups und ja, Sachen, die sonst immer so auf dem To-Do-Zettel standen, wo man gedacht hat, ich muss doch noch mal und ich will doch noch, die jetzt einfach Gelegenheit haben. Mhm. Cool. Und dann Feierabend um wann? 9, 10? Das ist ganz unterschiedlich. Also Machst du aktiv gerade noch Musik in irgendeiner Form? Nee, aktiv gerade ganz wenig. Ich muss auch an der Stelle gestehen, dass gerade mein Übeverhalten auch noch Luft nach oben hat. Mhm. Also das ist eigentlich so das Ziel, was ich mir jetzt aktuell noch so gesetzt habe, auch nochmal an meinen spielerischen Baustellen zu arbeiten und zu gucken und dass es da irgendwie nach vorne geht. Und ja, wie wir gestern Abend schon festgestellt haben, wer übt, wird besser. Das ist unfassbar. Das ist gleichermaßen genial wie einfach. Ja, genau. Ja, wer übt, wird besser. Was ich ganz toll finde, wenn man dich so ein bisschen verfolgt, also Leute, Grufschmiede, ne, mit Minus, richtig? Genau. Grufschmiede findet man auf Instagram, Facebook vermutlich auch. Ganz genau. Und mir ist aufgefallen, du machst sehr viel für Kids und das ist, finde ich, großartig. Ne? Also ich meine, brauchen wir nicht drüber reden, gerade im Moment ist es für Kids auch schwierig, glaube ich, so ein bisschen diese Dinge, die wir kennen, was Kinder vielleicht machen, passiert gerade nicht so richtig. Ich gucke hier gerade auf so eine nette Sammlung von kleinen Djembe oder so. Heißt das Djembe? Sind das Djembe, auch wenn die so klein sind? Okay. Genau. Sowas in der Richtung. Du hast, hast ja auch ein eigenes Mode, Merchandise hast du an den Start gebracht. So. Ich trage gerade hier schon voller Stolz die neue Kappe. Leute, kauft die Kappe, bestellt die. neues Logo, Grufschmiede Kids. Genau, das ist nochmal neu gekommen. Also das Grufschmiede-Logo, das ist ja der Dachname sozusagen für die verschiedenen Säulen. Und vielleicht ist es sinnvoll, gerade mal zu erklären, was da drunter fällt. Ja, auf jeden Fall. Da ist also der Musikschulbereich natürlich mit drin. Und
Da ist drin, dass es die Drum Clinics und Intensivtrainings gibt, sprich die Veranstaltung, die du eben schon auch angesprochen hast. Dann gibt es Drum Circles in dem Bereich. Habe ich mich immer weiter fortgebildet und finde das super spannend. Was ist ein Drum Circle? Drum Circle weiß ich tatsächlich nicht. Eine total super Sache, wo man keinerlei Erfahrung mitbringen muss. Da kann wirklich vom ganz kleinen Kind über Leute in unserem Alter bis hin zu Personen, die schon im Altersruhestand sind und noch nie eine Trommel in der Hand hatten, können alle zusammenkommen und werden eben durch einen sogenannten Facilitator angeleitet sozusagen, der das über Körpersprache ja quasi Teaching without Teaching macht. Ja. Ne? Also du gibst ein bisschen was vor am Anfang, dass man so in eine Gemeinsamkeit kommt und nachher gibt es so Sprüche wie Let him cook, ne? Dass man einfach auch mal so einen Rhythmus fließen lässt und dann kann man immer mal so kleine Impulse geben und man arbeitet aber eigentlich mit dem, was aus der Gruppe entsteht. Also man unterbricht da nicht und sagt, stopp, ich habe was ganz anderes gemeint und ihr müsst jetzt alle mitzählen, sondern es geht einfach um gemeinschaftliches Musikmachen, das Erleben, wie das wirkt, wenn da diverse Leute zusammenkommen in einer Riesenrunde und auf verschiedenste Trommeln und Percussion-Instrumente hauen und damit rappeln. Das heißt, die Leute kommen da hin und je nachdem, wer da ist, verteilst du da zufallsweise irgendwie das Instrument und dann wird da irgendwie rhythmisch interagiert, aber nicht, wie soll ich sagen, aber nicht unterrichtet, sondern gemacht. Genau. Cool. Ja, und das ist super. Ich bin da irgendwann dran gekommen, weil ich das spannend fand und wie gesagt, habe da mittlerweile Fortbildung in dem Bereich absolviert und es macht so viel Spaß, dass ich da immer weiter dran bin und dass das bei mir auch ein ganz großer Bestandteil ist in meinem Regelschulalltag, dass ich so merke, so kleine Pausen im Schulleben tun da total gut und dass man natürlich sich auch Rhythmen angucken kann, ne, was dann so quasi der Lehrplan in der Schule vorgibt, dass man gucken kann, was ist da eigentlich Bestandteil, aber dass die Kids auch total viel davon haben, wenn man mal mit einer halben Klasse jetzt gerade im Rahmen der Möglichkeiten einfach was zusammen spielt, gemeinsam Musik macht und nicht erst diverse Notenwerte lernen muss. Oder ich wollte gerade sagen, das ist so ein bisschen wie dieses gelebte Wissen, von dem man ja spricht. Ich meine, Kinder lernen ja einfach durchs Abgucken auch ganz viel oder so. Und wenn du an einen Punkt kommst, dass du etwas imitierst oder mitmachst, was du vielleicht schon kannst durch die Sprache oder so, ist es ja nachher viel leichter, ein Konzept, das dazu passt, zu vermitteln, als erst ein Konzept zu erläutern, theoretisch. Und dann zu sagen, so, das sind jetzt Achtel und das sind Viertel und das habt ihr gerade gemacht oder macht es jetzt mal. Ne? Also finde ich cool, super. Ganz genau. Und es hat viel mit Selbstwirksamkeit zu tun. Ne? Also gerade im Bereich von Kids und auch Jugendlichen, das zu erleben, dass wenn man selber in diese Rolle kommt und so eine Gruppe anleitet quasi, dass dann, ja, das funktioniert. Ja. Dass, wenn ich Kommandos gebe, wenn man das so nennen möchte, dass das funktioniert und auf einmal wird eine Gruppe leiser oder ich kann die halbieren, ich kann die vierteln, wie auch immer, ich kann Start-Stopp-Zeichen geben und ich erlebe mich in der Selbstwirksamkeit. Das ist wirklich für viele ein super Erlebnis und ich bin damit, das ist der Bereich der musikpädagogischen Angebote, die bei mir noch sind und die eigentlich vor dieser Pandemiezeit mein Hauptaufgabenfeld waren, bin ich in verschiedenen Einrichtungen vom Kleinkind-Kita-Bereich bis hin zu schulverweigernden Jugendlichen, junge Straftäter und dergleichen. Mhm. Also ganz breit aufgestellt und finde das alles super spannend. Lerne dabei selber immer ganz, ganz viel. Das finde ich toll. Das ist ein Bereich, über den wir uns gestern auch schon unterhalten haben, wie viel Musik einem selber so im Leben beschert. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, wirklich, da ist man nicht derjenige, der nur die Trommeln einpackt oder seinen Unterrichtsraum hat und Schlagzeugunterricht anbietet oder solche pädagogischen Projekte, sondern man geht selber mal ganz gut beschenkt wieder nach Hause und hat tolle Erlebnisse. Das ist ja ein bisschen immer auch so das Echo, ne? Also ich meine, wenn man Krach macht, gibt es Echo, das passt ja bei uns richtig gut und das ist ja in dem Fall meistens schön. Also ich kenne das ja selber vom Unterrichten, dass plötzlich Situationen entstehen, hatten wir auch schon drüber gesprochen, die einem plötzlich so viel zurückgeben, die so viel Wertschätzung in sich tragen, alleine nur dadurch, dass du jemanden erreichst, der an anderer Stelle vielleicht nicht so zugänglich gewesen wäre oder sowas. Ne? Das ist, ich weiß nicht, ob das in anderen
Disziplin auch so ist, kann ich mir sicherlich vorstellen bei der anderen, also gerade so hier Coach-Trainer-Situationen für Sport und so, glaube ich schon, dass da auch viele Potenziale sind, wo, also die in so einem Standard, ich nenne es mal Schulalltag, vielleicht gar nicht, weiß ich nicht, denen gar nicht begegnet werden kann oder soll oder muss. Und da finde ich das total klasse, gerade eben, wie du eben sagtest, auch mit, weiß ich nicht, mit Schulverweigerern, ich meine, Straftäter und solche Dinge. Das ist total klasse, wenn man da einen Zugang zu schafft. Und ich finde es halt immer wieder auch klasse, wenn man es schafft, eben, oder wenn man von den Eltern so hört, ja, in der Schule ist gerade ein bisschen schwierig, wie ist es denn im Schlagzeugunterricht? Und ich kann dann sagen, das ist super. Ne, wo man merkt, das ist nicht, weiß ich nicht, per se schlecht aufgestellt bei so einem Schüler, Kind, Jugendlich, Erwachsener, wie auch immer oder so, sondern es geht halt auch um Thematiken. Ne? Und wenn da jemand sein Thema findet und du die da abholen kannst, großartig. Ja, wir hätten eigentlich gestern Abend schon das Mikrofon aufbauen müssen. Wir haben gestern Abend ja... Wir haben sehr lange, aber das wäre eine sehr lange, lange, vielleicht ich sieben Folgen rausbringen können. Es wären auf jeden Fall interessante Passagen dabei gewesen, weil wir da ja auch in vielen Punkten komplett einer Meinung waren, ne, dass wir verschiedene Erlebnisse aus dem Unterrichtsgeschehen besprochen haben oder erzählt haben. Und auch jetzt in dieser Zeit, wo Homeschooling ansteht und die Kinder und... ja, einfach viel und lange vorm Laptop hängen und wir hier in NRW aktuell noch in Präsenz gerade dürfen, zum jetzigen Stand, Zeitpunkt, nicht Standpunkt, und ja, dass die zum Unterricht kommen und sagen, boah, ich habe mich wirklich den ganzen Tag auf den Unterricht gefreut. Also das ist wirklich, wirklich herrlich, finde ich eigentlich ein schönes Kompliment. Ja, geil. Wir müssen gerade schmunzeln, ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Also wie gesagt, wir sitzen, die Unterrichtsräumlichkeiten, kurz zur Erklärung, sind hier mitten im Viertel sozusagen, im Kiez. Wir sind zwischen Universität und Innenstadt, also wirklich ein schöner Stadtteil. Ich wohne hier auch in der Nähe, wohne hier sehr gerne, mag Bielefeld. Und es ist aber einfach herrlich, weil wir hier doch viel Schaufensterfläche haben und durchaus auch Programm vor der Tür geboten bekommen. Absolut, herrlich. Absolut. Wahrscheinlich, wenn man es jetzt hört, ein bisschen blöd. Das ist so Situationskomik. Für uns ist es gerade, dass wir... Ich musste mich eben kurz zusammenreißen, weil es wirklich lustig war. Also nur zur Erklärung, draußen steht ein freundlicher alter Mann, der seine Körperertüchtigungen macht und, weiß nicht, Hampelmänner und Kniebeugen und so zum Schreien. Weil, Jan guckte mich gerade komisch an, ich sitze mit dem Rücken zum Fenster und naja, es ist herrlich. Prima. Du machst ja auch viel, also du bist viel gereist. Du hast schon gesagt, mit pädagogischen Projekten, irgendwie Südamerika und so weiter. Mittelamerika, Entschuldigung. Genau. Wie muss man sich das da vorstellen? Was hast du da gemacht? Also auf was für eine Situation trifft man da? Wie ist die Aufgabenstellung? Wie ist das auch vielleicht als für dich als persönliche Herausforderung zu sehen? Weil das ist jetzt, also für mich wäre das ein großer Schritt zu sagen, ich gehe in ein fremdes Land und unterrichte da. Ja, auch wenn du natürlich Material mitnimmst, das du beherrschst, aber wie sind die, also was ist dir da passiert? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, was da ganz viel geholfen hat, war, dass ich nach meinem Zivildienst habe ich in Amerika gewohnt, in Nashville, für ein Vierteljahr und habe da auch in verschiedenen pädagogischen Einrichtungen gearbeitet. Mhm. Also da sind wir bei Gasteltern untergebracht gewesen. Die haben natürlich auch Programm mit uns unternommen und haben uns die Gegend gezeigt und so weiter und so fort. Und da sind mit mir noch weitere Personen auch aus Deutschland gewesen. Wir waren insgesamt auch zu dritt und haben dann in Summer Camps gearbeitet, also so Ferienprogramm, wo Kinder dann angemeldet werden können. Mhm. Und das war ganz spannend für mich zu sehen, weil da einfach zum damaligen Zeitpunkt, ich nehme an auch heute nach wie vor, mehr Geld vorhanden ist, um sowas umzusetzen. Also ja, das war ein Wahnsinn, wenn man Jugendarbeit, und ich mache lange Jugendarbeit, auch schon vor meinem Studium habe ich aus der Gemeinde, aus der ich komme, viele Kurse mitgemacht und so weiter und so fort. Und da war es immer so, dass man gucken musste, haben wir einen Etat dafür und was kriegen wir für den Etat eigentlich? Können wir auch mal externe Leute einkaufen und so weiter? Und da sind wir morgens mit so einem gelben Bus wie bei den Simpsons losgekarrt und wir wussten ja beim ersten Tag gar nicht, was uns erwartet. Und dann sind wir auf einmal in ein Waldgebiet gefahren und durch so einen Torbogen
Und wir dachten so, ja, okay, wo sind wir jetzt hier? Und dann war alles da. Also so richtig das Summercamp, das man aus so einem Highschool-Film kennt. Ja, irgendwie. Das ist Wahnsinn. Also das war am See. Der See war abgeteilt, dass man in einem gewissen Bereich schwimmen konnte. Da waren Riesenrutschen. Du konntest in einem anderen Bereich irgendwie Kanu fahren. Mhm. Und hattest unfassbar viele Betreuerinnen und Betreuer, die sich um die Kids gekümmert haben. Es gab ein Haus, wo Bastelangebote waren. Es gab irgendwie Turnhallen quasi ohne Seitenwände, wo Basketballplätze waren, Streethockeyplätze. Es war alles da, Mountainbikes und krass. Die Kids, eine Pferdefarm war auch da. Das war ganz, ganz cool. Aufgrund meiner Erfahrung aus dem Förderschulbereich bin ich da, habe ich ein kleines Mädchen betreut mit Down-Syndrom. Mhm. Und dann sind wir, die hatte ihren Stundenplan so für diese Sommerferienzeiten und dann war eingeteilt, wann sie quasi was hat. Und dann sind wir da zusammen rum und die Gruppen haben sich auch irgendwo im Wald Buden gebaut, da wurde dann immer gefrühstückt oder so. Und Verpflegung war also auch alles komplett gegeben. Das war super spannend. Ja. Und ich glaube, dass diese Erfahrung, also als recht junger Mensch mit Anfang 20, so eine Reise zu machen, mich darauf einzulassen, woanders zu wohnen, ein Interesse zu entwickeln, wie wohnen die Leute, wie leben die, was passiert in deren Leben, das zu vergleichen mit den Erfahrungen, die ich bisher gesammelt hatte. Das war, glaube ich, eine wichtige Vorstufe dafür. Ja. Und an die Reise nach Nicaragua bin ich in der Tat gekommen, weil ich an der Laborschule Bielefeld gearbeitet habe. Das ist eine sogenannte Versuchsschule, wenn ich es jetzt, glaube ich, ganz richtig gerade benenne. Das ist ein anderes pädagogisches Konzept. Mhm. Und also es gibt keine abgeschlossenen Klassenräume, es sind offene Flächen, man hat Gruppen und so weiter und so fort. Und da habe ich arbeiten können und habe da ganz, ganz tolle Erfahrungen sammeln können. Und da ist eine Gruppe auch dabei, die sich sehr stark für die Partnerschulen engagiert in Nicaragua. Mhm. Und dann sind wir in einem kleinen Team, 3 Personen waren wir, es war eine Sonderpädagogin, eine Fachlehrerin und ich als Sozialpädagoge sind da. Wir haben überlegt, das wäre doch mal schön, da wieder rüber zu gehen und zu gucken, was sich verändert hat. Es gibt regelmäßig Aktionen, wo hier was auf die Beine gestellt wird, wo hier Schüler sich was überlegen, um Spendengelder zu sammeln. Und die werden dann natürlich irgendwie da auch eingesetzt, um das doch durchaus andere Schulwesen da zu unterstützen. Cool. Also, wie lange ist man denn da? Wie lange oder warst du da? Wir sind zu dritt hingeflogen und auch alle gleichzeitig wieder zurück und haben gute 4 Wochen, also einen Monat haben wir da verbracht und haben das so geplant, dass wir angekommen sind und dann erstmal ein bisschen das Land kennenlernen konnten. Also wir haben einen kleinen Roadtrip gemacht, sind zu verschiedenen Stellen gefahren, die zum einen einfach landschaftlich wunderschön waren und zum anderen auch mit zu dieser Reise gehörten sozusagen und sind nach einem kleinen Erkundungstrip quasi dann an die Schulen oder in den Bereich, wo die Schulen sind und haben auch ganz viel erleben können. Also wir sind da durch die Gegend gefahren worden, wo Kaffeeplantagen sind und da habe ich hinten auf so einem Pickup gestanden und neben mir der dortige Sheriff, ganz sympathischer Mann irgendwie mit ganz wenig, was der so im Leben hat und trotzdem super zufrieden und der hat mir alles erklärt und mit den paar Brocken Spanisch, die ich kann und konnte, haben wir uns trotzdem super unterhalten und standen da auf dem Pickup hinten drauf. Gefahren wurde der Wagen von 2 Rangern, das war ein Projekt, was von der Bundesregierung unterstützt wird, da ging es um so Solarentwicklung, dass eben auch kleine Dörfchen und Bauern irgendwo da im Nirgendwo selber heißes Wasser und Co. generieren können. Und das wurde irgendwie von der Bundesregierung unterstützt. Mhm. Und die haben uns durch den Urwald gefahren und meine beiden Kolleginnen saßen mit im Pickup und ich stand eben hinten drauf. Und zwischendurch wurde mir etwas mulmig, weil der Sheriff immer wieder seine Pumpgun so um sich rumschmiss. Der hatte die so um sich hängen. Und das war total nett, weil er mir wirklich alles sehr, sehr genau erklärt hat und ich fand es mega spannend. Und dann war das halt so ein ganz hagerer Mann. Dann rutscht ihm halt dieser Gurt immer so leicht wieder über die Schultern und er schmiss das dann immer wieder so, dass diese Pumpgun wieder auf dem Rücken war. Das, okay. Das war etwas, also auf jeden Fall was mir sehr gut hängen geblieben ist. Mhm, glaube ich. Aber tolle Erlebnisse. Also wir
waren viel unterwegs, wir waren an vielen Schulen. Wir haben ganz zufriedene Menschen kennenlernen können und wir sind nicht großspurig hingefahren im Sinne von, wir fliegen darüber und zeigen denen mal, wie gute Didaktik geht oder wie guter Unterricht geht, sondern wir haben uns gefreut auf diese Reise, auch auf diesen Austausch. Und wir, oder wenn ich für mich spreche, und ich glaube, das würden meine beiden Kolleginnen von damals auch mit unterschreiben, haben ganz viel gelernt über Lebensqualität, über Zufriedenheit und glücklich sein mit dem, was man hat. Und das war irre. Also ganz prägende, tolle Reise. Cool. Wie ist das, wenn du... Also ich kann mir vorstellen, dass sowas ja auch was verändert, ne? wenn man wieder zurückkommt. Auch wenn es zu kurz war, man sieht ja die Dinge dann doch anders, wie du eben sagtest. Ne? Man ist vielleicht mit viel weniger zufrieden und man kommt zurück und stellt vielleicht auch fest, ich brauche eigentlich auch nicht so viel oder so. Ich weiß, wir haben uns heute Morgen beim Frühstück lange über das Thema Nachhaltigkeit und so auch unterhalten. Und also würdest du sagen, das hat dann irgendwie diese Zeit auch so in deiner Karriere ein bisschen was bewegt, dass das was angestoßen hat, also deine Arbeit mit Kindern zum Beispiel hier irgendwie, wie gesagt, Grooveschmiede Kids ist jetzt ein neues Konzept und so, dass du gesagt hast, ich finde es total wichtig, da irgendwie an der Wurzel anzupacken, bestimmte Dinge auch zu vermitteln, die jetzt nicht nur rein musikalisch sind, weil ich meine, das wissen wir so, ne? Der Musiklehrer ist ja im Regelfall nicht nur derjenige, der sagt, das ist eine Achtelnote, sondern das ist halt auch mehr oft, ne? Das ist oft eine Bezugsperson, ein Coach, eine Vertrauensperson vielleicht auch, ne? Und manchmal eben auch derjenige, der dann mal streng ist, wenn es nötig ist, damit so ein junger Mensch vielleicht auch lernt, dass es wichtig ist, an manchen Stellen auch mal sich durchzubeißen oder so. Hast du da irgendwie was mitgenommen für dieses Leben als tatsächlich auch vor allem als Schlagzeuglehrer? Ja, auf jeden Fall. Es ist ganz spannend, da halt mit so einer Frage wie gerade drüber nachzudenken auch. Mhm. Weil ich glaube, das sind ja Sachen, die oft nicht so bewusst passieren. Ich habe lange gebraucht, mich für diese Richtung zu entscheiden. Und da kommt ganz massiv mit ins Spiel, dass ich Enduro Chancellor kennenlernen konnte, der für den ich bei Veranstaltungen in Deutschland mal tätig war als Drumtech. Und der dann quasi, wir hatten auf Anhieb einen Draht und haben uns irgendwie gut verstehen können. Und also das ist bei mir so schrittchenweise passiert. Und ich glaube, dass diese Reise da einen großen Anteil hatte, zu sehen, wie unterschiedlich Schule ist. Also da, hier gibt es eine Mensa, die rappelvoll ist, die mit Lebensmittel angeboten, ne? Zur Mittagszeit. Und da drüben stand eine Frau bei wirklich unfassbar heißen Temperaturen an einer offenen Feuerstelle und hat einen riesen Topf Suppe gekocht. Und das war halt die warme Mahlzeit für viele der Schüler dort drüben, die es am Tag gab. Ja. Und dass dadurch Sachen, Gedanken angestoßen werden, die nachklingen, die irgendwie wirken, die vielleicht auch erstmal in der Versenkung verschwinden, irgendwann anders dann nochmal angetriggert werden und wieder hervorkommen. Und dann war es in der Tat wirklich diese Freundschaft mit Enduko, der mich unfassbar motiviert hat. Mhm. Also ich habe am Anfang doch zurückblicken kann ich sagen, und ich bin ja auch immer noch auf dem Weg. Also da ist ja noch ganz viel, glaube ich, was ich gerne umsetzen würde und was jetzt gerade auch so in der Planung ist und wo Schritte passiert sind, aber wo Enduro jemand war, der mich da sehr, sehr positiv gepusht hat. Mhm. Und das sind, glaube ich, ganz wichtige kleine Schritte auf dem Weg dahin, wo es hingehen soll. Mhm. Das war aber dann jetzt schon eine Situation, die entstanden ist aus deiner Zeit in Amerika, oder? Ja, das war hinterher. Das war hinterher. Genau, also als ich in Amerika gewohnt habe, da war ich noch nicht so weit, mit Leuten so intensiv in Kontakt zu gehen. Also da war ich, glaube ich, sehr, sehr schüchtern und zurückhaltend und war geplättet von den Eindrücken. Und mein einer Gastpapa hat ermöglicht, dass ich mit dem Tourgitarristen von einer sehr angesagten amerikanischen Countryband jammen kann, und da war ich überwältigt und habe ich irgendwie jemand anders, den Bassisten, getroffen. Mir fällt der Name gar nicht ein, der hat Footloose eingezockt. Okay. Und das war alles super und spannend, und da ist auch ganz viel Musik. Aber da war ich noch
überwältigt von dem Ganzen. Also da, das habe ich, ist alles über mich quasi eingebrochen und ich wusste gar nicht, was da gerade so alles passiert und war ein bisschen überfordert mit den Erlebnissen. Total positiv, aber ne, es war eine ganz andere Welt, als ich die hier aus dem bescheidenen Ostwestfalen kenne. Hier ist das alles ein bisschen ruhiger. Geht ruhiger und ja, überschaulich gehalten. Und ja, da sind immer so kleine Schritte gekommen. Und wie gesagt, dann irgendwann tolle Erlebnisse. Ich habe eine Zeit lang sehr intensiv Künstler betreut, wenn die in Deutschland waren und Workshops gegeben haben. Dann bin ich quasi in der Rolle gewesen, dass ich Touren geplant habe, mich um Equipment gekümmert habe. Okay, das heißt, man hat, aber das war dann doch irgendwie auch aus der Amerika-Zeit, du hast Leute kennengelernt, die dann wussten, da gibt es einen, den können wir fragen, oder wie ist das gekommen? Das ist eher aus einer Tätigkeit gekommen, ich habe eine Zeit lang als Drumtech viel gemacht. Ja. Und eher daraus, ich war dann regelmäßig auf der Musikmesse und solche, also generell solche Veranstaltungen sind für mich immer so ein Punkt gewesen, wo ich unfassbar gerne, auch heute noch, unfassbar gerne hinfahre, sei es irgendwie eine Hausmesse, musikproduktiv, falls wir das nennen dürfen, ist hier um die Ecke. Die haben die zahlen nichts, aber musikproduktiv, genau. Wenn ihr das hört, ich mache gerne auch für euch einen Podcast. Kein Problem. Genau, die sind nicht so weit weg. Ich bin nicht teuer, aber gut. Die sind wunderbar. Es klingelt schon das Telefon. Okay, das heißt aber, du ich habe Fahrt verloren. Ja, ich versuche auch gerade. Nein, also diese Veranstaltung, die habe ich total gerne besucht. Und da war eine Zeit, wo ich viele Kontakte geknüpft habe. Aber trotzdem initial, also das würde wahrscheinlich einige interessieren. Wie passiert das? Ne? Man ist dann irgendwie an dem Punkt, man spielt Schlagzeug für sich, man unterrichtet vielleicht auch ein bisschen, man ist auf der anderen Seite mit diesem ganzen pädagogischen Thema sehr stark befasst, involviert und macht da auch Dinge. So, und dann ist der Punkt, wie wird man Drumtech und von wem wird man Drumtech? Was waren so deine ersten Jobs? Das fände ich mal total spannend. Weil, also wir hatten gestern schon drüber gesprochen, ich glaube, eine Station war BAP, wenn es richtig ist. Genau. Ne, Drumtech vom Schlagzeuger von BAP ist ja schon nicht klein. Irgendwie, aber wie kommt man an sowas dran? Oder nein, falsch, wie ist es dir passiert? Weil es geht ja hier nicht darum, macht es so, dann wird es so, sondern es geht darum, wie ist es dir passiert? Also wie so viele Sachen in dem Bereich, ist das irgendwann einfach so gewesen. Ich muss da wirklich, das ist fällt mir schon. Es gab nicht den initialen Moment, ja? Also nicht so, dass du irgendwie eine Begegnung mit XY hattest und also klar, auf jeden Fall gab es ein paar Begegnungen, die damit reinspielen, aber es ist nie sehr zielgerichtet gewesen. Also ich bin nicht zu der Musikmesse Frankfurt gefahren oder zu einer Hausmesse oder sonstiger Musikveranstaltung mit dem Ziel, da ist der und der Künstler oder irgendwie ein Schlagzeuger, tolle Schlagzeugerin, die möchte ich, da möchte ich in Kontakt kommen, da möchte ich irgendwie mich anbieten als Drumtech, wie auch immer. Das sind alles so Sachen, die irgendwie sich ergeben haben. Also ich habe als Drumtech in der Tat angefangen. Ich habe Zaki kennengelernt, der wohnt auch hier in meiner Region. Und da hatte ich ein paar Stunden und zu einer Zeit, wo der super gut beschäftigt war, eben auch mit Workshops, mit Clinics. Das gab ja mal eine Zeit, wo das echt mega regelmäßig war. Also selbst kleine Musikhäuser hatten irgendwie Veranstaltungen und ja, überall gab es eine Keyboard-Vorführung, Gitarren-Vorführung oder eben auch Schlagzeug, ganz, ganz viel. Das ist ja auch was unseren Bereich ausmacht. Ne? Also dieses Netzwerken und zusammen abhängen und rumnörden und so weiter, das ist schon cool. Und so ist das gestartet, weil dann irgendwann klar war, wir haben wenig Zeit für Unterricht und haben uns aber auch gut verstanden und dann bin ich einfach mitgefahren. Und dann habe ich Musikhäuser kennengelernt, wo eben diverse Events waren und konnte da auch nochmal Kontakte knüpfen oder habe einfach Kontakte geknüpft, dadurch, dass ich mit war. Ja. Und habe dann angefangen, da so ein bisschen Schlagzeug-Roadie zu machen und dann gab es irgendwann mal den Anruf, ob ich jemanden vertreten kann, der bei BAP nicht konnte und das war komplettes Neuland, ne? Weil ich vorher eben eher in diesem Drum-Klinik-Kontext unterwegs war. Also ich stelle irgendwo ein Schlagzeug hin und baue das zusammen und alles ist gut. Und auf einmal ging es um wirklich Konzerte und ganz, ganz strenge, ganz, ganz strenger Zeitplan. Und da muss alles zur richtigen Zeit sein und auch schnell wieder weg. Und Aufgaben nochmal viel festgelegter. Und habe ich mich darauf eingelassen. Ja, und konnte da auch verschiedene schöne Konzerte erleben natürlich. Ich hab die Leute der Band kennenlernen können, tolle Zeit mit denen verbracht und bin da auch dankbar für die Erfahrung auf jeden Fall. Das heißt wirklich, weiß ich nicht, Drum aufbauen, Stimmen,
weiß ich nicht, genau. Gucken, sauber machen, Teppiche markieren. Ja, und viel angespannter sein, weil ich sag mal so, wenn bei so einem Konzert irgendwie, dann muss man ja denjenigen gut im Auge behalten. Mhm. Und da weiß ich noch, dass ich echt angespannt war, so gerade bei den ersten beiden Konzerten, dass ich dachte, boah, ey, hoffentlich passiert da nichts, hoffentlich fällt kein Becken um. Ja, der Klassiker. Genau. Aber es war super, super. Wie ist das so, wenn man so einen Job hat? Also ich meine, jeder hat ja so seine eigene Vorstellung davon, wie ein Drumset klingen sollte. Also ich weiß zum Beispiel ziemlich genau, wie ich meinen Sound gerne mag. Wenn ich mir jetzt vorstelle, als Drumtech irgendwo sein zu müssen, müsste ich natürlich den Sound reproduzieren, den der Drummer möchte. Wie funktioniert das? Tauscht man sich da aus oder hat man irgendwann einfach diese Chemie, dass man sagt, hey, du weißt ja eh, wie ich es will, mach mal. Also wie ist das und wie flexibel ist das? Oder gibt es da auch welche, die so knallhart sind, die sagen, das war jetzt aber nicht so gut, da jetzt nochmal irgendwie... Also wie macht man das? Das muss ja irgendwie auch reproduzierbar sein. Ich meine, das Problem ist natürlich auch, du spielst einen kleinen Club, da ist vielleicht die Atmo anders, die Luftfeuchtigkeit ist eine andere und so weiter. Oder du spielst eine Halle oder du spielst ein Open Air. Das sind ja auch immer so Themen, die da so ein bisschen mit reinspielen. Ne? Bei uns waren es zu dem Zeitpunkt 3 Open Airs und da muss ich sagen, dass das total entspannt war. Okay. Also wir haben uns natürlich darüber unterhalten, was da sein soll. Und ich glaube auch, dass es da verschiedene Auftraggeber gibt. Mhm. Aus meiner Erfahrung habe ich bisher immer Glück gehabt. Ja. Also das mit dem, wie ich das stimme oder wenn ich mich auch im Vorfeld vorbereite, dann gucke ich mir an, wie gibt es irgendwie einen roten Faden, wie klingen die und probiere das dann natürlich in die Richtung anzubieten. Aber hatte bisher immer mega entspannte Auftraggeber. Ja. Also das kann ich nicht anders sagen. Ist man dann auch entsprechend gewappnet so mit Toolcase, wo, weiß ich nicht, die Ersatzfälle für die Snare oder die Ersatz-Snare schon bereitstehen, Ersatz-Bassdrum und sowas? Das wächst auf jeden Fall mit der Zeit. Also es gab auch Momente, wo man irgendwie schluckend da stand und gedacht hat so, Mist, wo ist mein Stimmschlüssel? Mhm. Und wo man den halt irgendwie wieder irgendwo hingelegt hat, wahrscheinlich neben der Kaffeemaschine oder neben dem Kühlschrank oder so, wo dann ein kaltes Bier drin stand. Und mittlerweile natürlich viel besser ausgerüstet, also Werkzeuge in Hülle und Fülle mit oder... Ja, schnelle Akkuschrauber. Genau. Ganz wichtig, volle, schnelle Akkuschrauber. Absolut, also Ladekabel oder Ladestation. Mist. Schade, auch nicht. Genau, oder irgendwie auch nochmal so hier diese kleinen Gimmicks, die es mittlerweile gibt. Ne? So Spezialwerkzeuge oder auch so ein Bassdrum-Lochschneider und so weiter und so fort. Also da gibt es eine Tasche. So ein Sky-Gel und so. Genau, einfach mal ein bisschen draufklatschen und sowas, dass man immer was hat. Cool. Absolut. Ja, Grüße an Sibi an der Stelle. Die funktionieren wunderbar. Genial. Cool. Und das heißt, irgendwann hat sich das rumgesprochen und dann kamen auch internationale Künstler vorbei und du hast sie begleitet. Genau, das waren dann wieder Workshop-Geschichten. Mhm. Also so ein bisschen mehr mein, Anführungsstrichen, Zuhause. Ich habe diesen Ausflug in diese Band-Drum-Tech-Tätigkeit, der war sehr überschaubar, eine tolle Erfahrung, aber viel mehr halt in diesem Veranstaltungsbereich. Das heißt, wieder zu Hause ist, du hast dann irgendwann gesagt, ich möchte jetzt hier einen Workshop veranstalten. Also du bist mit zu Hause meinte ich, dass es wieder mehr der Bereich war, aus dem ich gekommen bin, mit den Drum-Clinics. Ja, genau. Und da war ich aber nicht in Bielefeld. Also diese Veranstaltungsreihe selber zu umzusetzen, die ist daraus entstanden, dass ich mit tollen Künstlern unterwegs war und quasi ein bisschen wie die Fliege um Scheißhaufen immer wieder um Bielefeld rumgefahren bin. Also wir sind ja auf der Deutschland-Landkarte ganz gut. Ziemlich mittig, ne? Genau. Mhm. Und sei es von Köln über Hannover nach Hamburg oder irgendwie Berlin und so gefühlt ist man immer Richtung Bielefeld gefahren. Es war halt wenig los hier in unserem schönen Städtchen. Ja. Was das angeht. Und irgendwann habe ich gedacht, das ist schade. Wir haben auch eine schöne Szene. Ja, irgendwann hast du gedacht, du möchtest auch mal in deinem eigenen Bett pennen. Genau, das kam auch dazu. Wobei ich bin gerne unterwegs und ich kann auch total gut. Ich mag das sehr, in Hotels unterwegs zu sein und an anderen Orten. Hatten wir heute Morgen beim Frühstück schon. Ne? So, was meintest du zu mir? Du bist ein erfahrener Reiser oder Gast. Du klappst die Matratze nachher hoch und so Sachen. Ne? Ja, man merkt einfach, wenn Leute viel unterwegs waren und ne, dass man irgendwie so ein Gefühl dafür kriegt. Die Unaufdringlichkeit, bei einem lieben Menschen zu Gast zu sein, ohne ihm zur Last zu fallen, sondern eben, ne, ja. Das ja, auch ein entspanntes Miteinander zu haben, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja, und da ist das entstanden. Also, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, das ist schön, dass ich mit tollen Künstlern wirklich, wo ich selber auf Autofahrten
viel gelernt habe. Also wie mein Kumpel Gary Brown, der neben mir sitzt, und dann läuft Lionel Richie im Radio und er dreht so ein bisschen lauter und sagt, ah, hier mit dem habe ich 84 die Olympischen Spiele eröffnet oder krass beendet und so. Und ich sitze da am Steuer und so, ja, ich spiele bei einer Partyband. Und ich habe so ein kleines Indie-Rock-Trio und ist auch schön. Und also ganz, nee, ganz toll. Also das sind ja auch, ich finde es nach wie vor immer noch mega spannend, diese Geschichten zu hören. Das ist auch ein ganz großer Punkt, der mich mit den Dugo verbindet. Wir sind oft essen gewesen und ich habe original einmal in meinen Teller gepiekt und danach irgendwie ist mir die Kinnlade runtergefallen, weil ich Musikgeschichte erzählt bekommen habe. Mhm. Und wo ich so denke, boah, super, das sind einfach Zeiten, über die ich nicht mitreden kann, weil ich, weil es mich da noch nicht gab oder auch, weil ich da noch gar keinen Bezug zu Musik hatte. Ich bin ja spät zum Instrument gekommen. Mhm. Und finde das nach wie vor mega spannend und das ist eigentlich mein Antrieb und mein Ansatz oder diese eigene Motivation, auch diese Veranstaltung durchzuführen. Ja, das ist ja manchmal schräg, ne, wie solche Dinge passieren. Also bei mir ist es so, gegenüber von meiner Mutter im Kuhkaff, wo ist ein Tonstudio und in diesem Tonstudio ist jemand, der wirklich gut viel produziert, so im Bereich Rock-Pop. Und dann waren da irgendwann die Foo Fighters, lustigerweise. Und dann ist da, das ging irgendwie so, weil da ein Künstler immer wieder vorbeikommt, der ist irgendeinem Grund hat er eine Connection dahin. Und der heißt Dale Fisher, ein netter Typ. Und ich weiß, ich habe irgendwann vor 2 Jahren oder so im Sommer meine Mutter besucht und sah hier Robbie Schuller, hallo Robert, schönen Gruß an der Stelle, ist im Studio, sagst du kurz Hallo, ne? Weil die Tür steht da immer auf, wenn nicht gerade irgendwie intensiv gearbeitet wird. Ich habe geklopft, ey, komm rein, super, wie geht's dir? Dann habe ich einen Dale kennengelernt und ehe ich mich versah, sagte Dale, hör mal, hast du Bock, 2, 3 Songs einzutrommeln? Ich so, was? Ja, hier, wir sind gerade dran, ich mache gerade hier Platte und so. Und ich so, ja, ich kann ja mal gucken. Ja, und dann bin ich rein und ich hatte einen grauenvollen Kopfhörermix, weil Robbie natürlich gar nicht drauf eingestellt war, da irgendwas zu machen. Und dann habe ich gedacht, komm, gib mir einfach einen sauberen Klick, ne, ohne Delay. Und dass das Drumset ein Delay hat, mein Gott, mach's ein bisschen leise, krieg ich schon irgendwie hin. Dann habe ich irgendwie 2, 3 Songs irgendwie eingetrommelt, in ein paar Takes auch nur, gar nicht so richtig. Ne, war, ich habe gedacht, geht ja um nichts, ne, machst du halt einfach. Und ich komme wieder raus und Dale guckt mich so an und sagte, Alter, ich hatte ja gar keine Ahnung. Und ich so, wovon? Ja, das war geil. Hier. Und drückt mir irgendwie 200-300 Euro in die Hand. Sagt, vielen Dank. Darf ich benutzen? Ich so, ja, okay, klar. Und lustigerweise kam jetzt vor ein paar Wochen die Nachricht, hör mal, Platte ist raus. Ne? Und Platte ist raus, alles ist da. Und ich habe gerade ein Paket irgendwie nach Deutschland geschickt, hier zum Kumpel, auch da auf dem Dorf. Melde dich bei dem, kannst du dir ein paar Platten abholen. Jetzt habe ich halt zu Hause eine Vinyl stehen von Dale Fisher, der mit... ich glaube, Rami Jaffe heißt der, von den Foo Fighters, irgendwie viel abhängt in Los Angeles und so. Und ja, und ich bin irgendwo auf dieser Platte drauf. Ne? Es ist natürlich alles popmäßig komplett überproduziert und verproduziert. Es ist super schön, ne? Aber irgendwo bin ich drauf. Mein Name steht drauf und es ist total schräg. Aber worum es mir halt geht, sind diese zufälligen Begegnungen. Also, da wirst du ja wahrscheinlich dann sehr viele Lieder von singen können, wie man dann plötzlich in so einem, ja, in so einem Kosmos ist, von dem man nie gedacht hätte, dass man Teil davon ist. Ne? Und was ich halt auch gesehen habe, du hast ja sehr schöne Videos tatsächlich auch mittlerweile, wo man sich so angucken kann, was diese Groove-Schmiede-Workshops, die du dann hier machst, was die machen. Also es gibt ja ein ganz tolles mit Thomas Lang zum Beispiel, wo man, finde ich, wirklich sehr gut sieht, mit wie viel Hingabe und wie viel Sachkenntnis und Sachverständnis und ja, auch so Leidenschaft und so. Also es ist einfach schön. Damit hast du dann hier irgendwann gesagt, so, ich bin immer um Bielefeld rumgefahren, jetzt machen wir es hier, oder wie war das? Genau, genau. Ja, das, so ist es eigentlich gestartet. Mhm. Und ich habe mittlerweile, also die Videos, die werden toll fest eingefangen, die Momente, die Augenblicke von Lux Media Corner, auch ein Freund von mir und eben in dem Bereich tätig, auch Schlagzeuger, natürlich. Von daher kannst du ja nur ein cooler Typ sein, aber an der Stelle auch ganz liebe Grüße an Lukas, der da wirklich einfach mal eine klasse Arbeit macht. Der hat mit der Kamera Augenblicke festgehalten und schneidet es hinterher toll zusammen, dass man in einer Social-Media-Zeitspanne, die ja wirklich überschaubar ist, glaube ich, einen wirklich guten Eindruck kriegt von der Atmosphäre, die da herrscht. Und das ist mein Bestreben. Mhm. Also mein Ziel ist es, dass sich sowohl Künstler als auch Teilnehmende und auch
ich am Ende des Tages, dass alle sagen, ey, das war ein super Tag. Also es soll allen gut gehen und alle sollen gerne wiederkommen. Mhm. Und also ich wohne ja hier, aber für mich ist halt so, dass ich es gerne weitermachen möchte. Das ist so mein Bestreben. Und ja, das hat bisher gut geklappt. Ich habe jetzt wunderschöne Räumlichkeiten durch das About Matter Studio. Genau. An der Stelle ganz liebe Grüße an Henning Strand, der das betreibt und da auch ein Top-Sound-Engineer ist und einen super Job macht. Und der hat einfach unfassbar schöne Räumlichkeiten. Also das sieht man in den Videos. Das ist schon das Upgrade. Also ich habe da nicht angefangen. Ich komme auf jeden Fall nochmal wieder, wenn es möglich ist, da mal reinzugehen, weil das hast du schon gesagt, kriegen wir heute nicht hin. Genau, aber, genau. Ja, die Bilder sind toll und das sieht echt vielversprechend aus. Ja, und da können wir auch mal durch die Snare- und Trommelsammlung nörden. Das auf jeden Fall. Da müssen wir mal gucken, was da so geht. Vielleicht machen wir kommen so langsam schon in die späte Phase der Runde. Also wir werden auf jeden Fall, das kann ich euch da draußen ja schon mal verraten, wir werden noch eine zweite Folge auf jeden Fall machen. Oh. Ja, das weißt du doch schon. Und, ich hatte gehofft, du vergisst es. Ich war etwas aufgeregt vor dem Podcast. Ja, das stimmt. Das war, aber das ist nicht schlimm, das passiert oft, ist aber nicht tragisch. Du machst das sehr gut. Danke. Nein, wir hatten ein bisschen überlegt, was wir euch noch erzählen können. Und ich glaube, jetzt hat man ja schon mal ein ganz gutes Bild davon, wie der werte Herr Hofmann so ist und was er so gemacht hat und warum er das macht, was er tut. Und wir hatten uns überlegt, weil das eben auch so ein großes Thema ist bei dir, dass wir vielleicht die nächste Folge mal so ein bisschen diesem ganzen Event-Workshop-Charakter widmen, dass wir da nochmal ein bisschen vielleicht auch ein paar Anekdoten von dir kriegen. Da freue ich mich schon drauf. Ich hatte ja schon das Vergnügen, gestern privat da das eine oder andere zu erfahren, aber ich glaube, da sind noch mehr Geschichten. Also ne, für euch da draußen, es wird noch eine Folge 2 geben mit dem Jan, bevor wir dann heute hier gleich mal zum Schluss kommen. Aber was mich noch genau interessiert, ist deine Snare-Sammlung. Also ich meine, ich gehöre zu den Drummern, ich denke schon, oh krass, ich habe viele Snares, wenn ich mal zähle, es sind 4 oder 5. Ich weiß natürlich auch, dass es anders geht. Wie kommt das, also was hast du für Snares und warum ist das so geil? Ach, das, ja. Also, das ist irgendwie auch so passiert. Ich habe mir auch diverse Male schon Kaufstops auferlegt. Die halten immer ungefähr gar nicht. Ja. Meine wolltest du nicht, die habe ich jetzt an wen anders. Ja, du hast dann ein besseres Angebot bekommen können. Okay, das ist halt, das musstest du annehmen auf jeden Fall. Nein, aktuell bin ich top ausgestattet. Das hat auch damit zu tun, dass ich, dadurch, dass ich viel unterwegs war auf eben Musikveranstaltungen, ich auch oft gute Gelegenheiten hatte, irgendwo zuzuschlagen. Mhm. Also, weil ich wusste, da kommt eine neue Produktlinie raus oder da geht dann was. Künstler verändern sich nochmal, ändern ihre Endorsements und dann gab es Signature-Modelle, die dann eben günstiger zu schießen waren im Handel. Und ja, ich muss mich auch für den Support bedanken, den ich habe mit den Firmen. Das ist spitzenmäßig. Also ganz viele Sachen wären natürlich ohne meine Kooperation gar nicht möglich. Ja. Das muss auch mal ganz deutlich gesagt werden. Also wenn du möchtest, kannst du die auch aufzählen. Ne? Also dann verlinken wir die. Ja. Ja, bleiben wir bescheiden heute. Draußen hüpft der Mensch wieder vorbei. Das ist ein Traum. Ja, es ist fleißig auf jeden Fall. Okay, das heißt, also machst du viel auch so im Rahmen, weiß ich nicht, produzieren, Recording und so, oder bist du da gar nicht? Weil, also ich könnte zum Beispiel, bei mir ist es aktuell so, dass ich anfange nach Instrumenten zu gucken, die ich noch nicht habe und Kesselgrößen, die ich noch nicht habe oder Becken, die ich noch mal irgendwie doch mit eingliedern möchte, einfach um im Falle eines Recordings irgendwie auch auswählen zu können, was passt so ein bisschen. Das ist, also gerade nächste Supertausend-Platte oder sowas, da soll halt nicht alles nur mit einem Set gespielt werden. Dafür sind die Songs dann irgendwie vielleicht so individuell. Ist das auch so ein bisschen so ein Ding oder ist das... Das ist auf jeden Fall entstanden. Also gerade durch die Zusammenarbeit mit Henning, der das tolle Studio betreibt, ist es schon auch sinnvoll, dieses Angebot zu haben. Also wir arbeiten da zusammen. Du kannst quasi, wenn du in das Studio kommst und genau das vorhast, was du jetzt gerade beschrieben hast, dann kann man eben sagen, Mensch, wir brauchen eine Snare-Auswahl und ich habe Lust, verschiedene Bassdrum-Größen zu spielen oder auch mal ein Set zusammenzubauen. Und da ist mittlerweile wirklich von einer 16er Bassdrum über eine 20x8er Bassdrum bis hin zu 24er Tröten alles am Start. Mhm. Vintage-Sets, Floor-Toms in allen
Das heißt, in dieser Zusammenarbeit bist du dann auch wieder mehr so in der Drum-Tech-Rolle und guckst, hey, die wollen den Sound, das können wir so und so erreichen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau, ne, es gibt durchaus Bands, die da hinkommen und die sagen, Mensch, wir haben eine weite Anreise und buchen diese Option mit dazu und sagen wir brauchen Equipment und dann kann das auch schon vorbereitet werden. Also im besten Fall können wir eben vorab schon das ein bisschen checken oder eine kleine Snare-Auswahl zurechtlegen und ich mache mir Gedanken, ich höre ein bisschen bei den Reihen, was haben die bisher gemacht, was haben die für Klangvorstellungen und wo soll die Reise hingehen und dann hat man das schon fertig. Also man spart dann auch effektiv im Studio auf jeden Fall wertvolle Zeit. Es kann direkt losgehen, es kann natürlich nochmal individuell eingestellt werden, alles gar keine Frage, aber man hat keine Schlepperei, man hat oft veränderte Reisemöglichkeiten, weil man kein Set mit einpacken muss und muss nicht die eine oder die zwei Snares, die man hat, fünfmal umstimmen, sondern hat die vielleicht in einem guten Tuning, was einem gefällt und kann das so lassen. Und sagt dann, wenn ich einen anderen Pitch brauche, gucke ich mal lieber bei der oder bei der. Genau, und das ist eben auch von älteren Snares über verschiedene Signature-Modelle bis hin zu Holz, natürlich alles auch an Metallmöglichkeiten da und Größen von irgendwie 10 bis 14 verschiedene Tiefen und so weiter. So, dass eigentlich, also dieser Wohlfühlcharakter steckt da mit drin. Und ich kenne das selber von mir. Das ist in dem Fall der Wahlfühlfaktor. Genau. Dass man einfach die Möglichkeit hat auch zu sagen, ich möchte mal das probieren oder mal das probieren. Genau. Mhm. Und das macht viel aus. Also ich glaube, meine Erfahrung ist, dass zumindest, wenn ich in Studiosituationen war, in Recording-Situationen, dass ich gemerkt habe, okay, wenn ich mich wohlfühle und weiß, es klingt gut, das Set, und ich kann mich komfortabel hinsetzen, dann spiele ich auch gut. Ja. Und habe nicht noch, dass ich denke, ah Mann, klingt die jetzt, habe ich die gut gestimmt oder so. Und ich glaube, dass das viel ausmacht, gerade bei so einem Ergebnis, wenn man jetzt da sich ein Studio bucht und was aufnehmen möchte. Das ist gerade eine Katze, die an der Tür kratzt. Wer im Besuch von der Nachbarskatze? Das ist spooky. Ich habe eine Katze noch nie sowas machen sehen. Ich habe ein bisschen Angst, weil die mal relativ unerschrocken über die Straße hier läuft. Wir sind hier an so einer kleinen Kreuzung, aber sie ist halt jung und unerschrocken. Ja, offenbar. Ja, cool. Das heißt, wenn man jetzt so ein bisschen sagt, hey, das war cool, der Jan, der interessiert mich noch ein bisschen mehr. Also musikunterrichtmäßig definitiv die Grooveschmiede. Erste Anlaufstelle hier im Raum Bielefeld, würde ich sagen, wahrscheinlich. Danke. Ja, oder? Du bist auch konkurrenzlos hier, oder? Mit dem, was du an Wissen und Empathie mitbringst, ist das doch sicherlich eine gute Adresse für viele. Ja, das hoffe ich auch. Also das ist mein Bestreben. Wir haben natürlich auch noch Kolleginnen und Kollegen, die hier was anbieten. Mhm. Und ich glaube schon, dass ich sagen kann für mein Team und mich, dass einfach so unsere Haltung und es sind alles auch Jungs, die selber live aktiv sind, die ganz viel Bock auf Spielen und Musik haben und dass wir da wirklich gute Inhalte neben den reinen Notenwerten und Co. vermitteln wollen. Cool. Und es ist natürlich durch die Workshop-Angebote auch so ganzheitlich, ne? Also wir haben jetzt in der Online-Zeit Videos an den Start gebracht, wo man mit einem Bassisten spielen kann und dass irgendwie so dieses Gemeinschaftsgefühl, so gut es geht, auch aufrechterhalten wird. Also das ist schon mein Bestreben. Findet man das irgendwie über eine Webseite oder was hast du da? Ja, da wird, wenn jetzt meine Webdesignerin hier neben sitzen würde, die würde zu Recht mit mir schimpfen, weil die in den letzten Zügen ist. Und wenn man auf www.groove-schmiede.de geht, dann steht da, guck doch im März mal rein. Das habe ich nicht ganz geschafft. Das liegt an mir in der Tat. Okay. Aber man findet dich trotzdem. Instagram findet man dich. Genau. Und da kann man dich auch anschreiben, wenn man irgendwie Interesse hat. Und man hat jetzt natürlich auch diesen Podcast gehört und weiß, sympathischer Typ, da macht es Sinn, mal anzufragen. Ja? Gerne. Ich freue mich auch über noch weitere Likes und Daumen auf den ganzen Kanälen oder Herzchen, was auch immer man da verteilen möchte und verteilen kann. Wie früher auf den kleinen Konzerten immer. Ich hatte einen Kollegen, der hatte immer so einen Pappkarton dabei. Da stand immer drauf, kauft Merch. Gibt coole Hoodies, coole Caps und sowas in der Richtung. Demnächst auch so Zipper, glaube ich, ne? Und alles. Genau. Also schaut auf jeden Fall mal bitte in der Grooveschmiede vorbei und lasst ein Like und ein Abo da.
Wie ist das, wenn jetzt jemand sagt, ey, super interessant hier, What Matters, Studio und so weiter? Bist du da auch ein Weg, um sich dafür zu interessieren oder Kontakte herzustellen? Auf jeden Fall. Also man kann, Drumtech-Jobs, irgendwas in genau, der könnt Richtung. euch gerne melden. Cool. Henning ist natürlich auch vertreten Ja, auf logisch, Instagram und klar, Co. aber. und freut sich bestimmt auch über neue Abonnenten und Co. Also Ja. von daher gerne den Raum Bielefeld supporten. Mega. Wer gutes Videomaterial braucht und Fotos, also gerade in dem Musikbereich, der Lukas von Lux Media Corner ist ein Top-Ansprechpartner für Musikvideos und ja, ist eben derjenige, der meine Veranstaltungszusammenschnitte Großartig. ganz toll macht. Ja, der Jan kriegt Hausaufgaben von mir. Der darf mir nämlich eine kleine Linksammlung schicken zu diesen Kontakten. Dann würde ich die nämlich bei mir auf der Webseite verlinken. Also, wenn ihr da draußen sagt, hey, möchte ich gerne ein bisschen mehr drüber wissen und aber nicht mehr nochmal durch den Podcast hören wollt, einfach auf bandpapa.de und dann gibt es da zu dem heutigen Podcast und auch zu dem nächsten eine kleine Linksammlung. Da finden wir das dann bestimmt alles nochmal wieder. Genau. Ansonsten, ich weiß nicht, Jan, hast du noch irgendwas, was du heute zum Abschluss vielleicht mitteilen möchtest? Ich bin ganz zufrieden. Also, das ist meine erste Podcast-Erfahrung. Echt? Und ja, Großartig. vielen Dank nochmal für die Einladung oder für die Anfrage. Habe ich mich wirklich. Ich war also dein Erster. Ja, genau. Markus, du bist mein erstes Mal. Ach, toll. Ich glaube, mehr kann man am Ende nicht sagen. Okay, bevor es super schräg wird, Leute, vielen lieben Dank dir, Jan. Vielen lieben Dank euch draußen fürs Zuhören. Ja, vielen Dank. Hier kommt die Sonne raus. Wir werden gleich zur Kaffeewerft schlendern und uns da ein heißes Getränk einverleiben, schätze ich mal. Absolut. Genau, wenn es euch draußen gefallen hat, bleibt bitte dran. Folgt mir irgendwie gerne Instagram, Bandpapa oder Facebook oder einfach über die Webseite bandpapa.de. Wenn ihr richtig gut findet, was ich hier mache, dürft ihr gerne auch unterstützen. Ich glaube, ich habe da so einen Link zu Patreon und zu Buy Me a Coffee, sowas in der Richtung. Dann wäre der nächste Kaffee bezahlt, freue ich mich drüber. Vor allem freue ich mich aber, wenn ihr das Ganze hier teilen würdet, wenn ihr vielleicht auf Instagram oder wo auch immer ihr seid, das liked und nochmal euren Freunden den Link schickt, weil ich gerne möchte, dass der Jan noch ganz viel Aufmerksamkeit kriegt, weil ich glaube, gerade dieses Konzept mit den Kids und so weiter ist ein wichtiges Konzept in den heutigen Zeiten. Und ja, mit diesen ernsten Worten möchte ich ganz lieb Danke sagen, auch nochmal dem Jan, deine Gastfreundschaft, dein Gespräch. Euch draußen fürs Zuhören. Und ja, ich denke mal, so in 14 Tagen kommt die zweite Folge und da sprechen Jan und ich über Workshops. Wir machen ganz viel Name-Dropping und vielleicht auch über andere Dinge. Wer weiß das schon? Wer weiß, was bis dahin noch passiert Wer ist, ne? weiß, was wir bis dahin erlebt haben. Lieben Dank, Leute. Ja, Bleibt vielen gesund, Dank. bleibt heile und bis demnächst. Ciao, Bis ciao. dann. Ciao.